Bom Gia aus Rio de Janeiro, willkommen in unserem STB Olympiastudio, das wir bei uns auf dem Balkon angerichtet haben. Ich begrüße wieder Guti bei mir, unsere Stützpunkttrainerin, die sich ja auch die olympischen Wettkämpfe anschaut. Ihr kennt sie ja bereits von dem ersten Video. Guten Morgen, Guti. Guten Morgen. Wie geht es dir denn nach den ersten tollen Wettkämpfen gestern und vorgestern? Ich krieg's Grinsen nicht aus dem Gesicht. Ich freue mich ganz arg. Die Wettkämpfe waren prima. Die Athletinnen haben gezeigt, was sie können, und das hat Spaß gemacht zuzuschauen. Du hast ja auch mit der Tabea gesprochen. Wie geht's den Mädels? Ich habe auch kurz mit denen geredet. Sie sind total happy gewesen. Hast du auch so einen Eindruck gehabt? Ich habe mit allen dreien gesprochen, mit der Elli, mit der Tabea und mit der Kim. Alle drei waren unheimlich glücklich und zufrieden. Die Tabea als Jüngste, die das zum ersten Mal mitmacht, ist natürlich fasziniert von Olympia, von dem Großereignis, vom Dorf, von allem, was um Olympia rum passiert, und war richtig stolz mit ihrer Leistung gestern. Heute Abend heißt auch nochmal Daumen drücken für unsere deutschen Männer, 21 Uhr, deutsche Zeit, schaltet ein, gibt es im Livestream bei den Öffentlich-Rechtlichen. Was kann man davon erwarten? Wir werden auch hingehen. Puh, ich hoffe, alle drücken fest die Daumen. Das Team ist ein bisschen geschwächt durch die Verletzung von Andreas Tober, aber wenn wir feste Daumen drücken, dann wird's was. Schauen wir mal. Was dürfen wir von den Mädels dann noch erwarten, die sich ja insgesamt für mehrere Finals qualifiziert haben? Wir hoffen, dass die Elli nahe an eine Medaille rankommt. Für eine Medaille wird unheimlich schwer. Das Barrenfinale ist bockstark. Im Mehrkampffinale einfach nochmal stabil die Übung durchturnen, dann ist eine Platzierung in Top 10 möglich. Und fürs Teamfinale, unser großes Ding morgen, wünschen wir uns alle, dass die 12 Übungen fehlerfrei durchgehen. Dann schauen wir, was rauskommt. Vielleicht gibt es ja auch eine kleine Sensation, aber wir freuen uns einfach auf einen soliden Auftritt unserer Mädels und Jungs. Zum Abschluss oder vorletzte Frage vielleicht noch, dein ganz persönlicher Eindruck hier von den ersten drei Tagen in Rio? Wow, Lebensfreude pur. Samba überall, viele fröhliche Gesichter, Internationalität, alles was Olympia zu bieten hat, können wir hier sehen. Super. Und dann haben wir für unsere Follower noch eine kleine Überraschung. Wir sammeln gerade fleißig Autogramme. Guti zeigt es einmal. Wir haben zwei original brasilianische Polohemden und sammeln unsere STB-Athleten die Unterschriften ein, und nach den Olympischen Spielen könnt ihr die gewinnen. Bom Gia! Bom Gia!